Ja, Leute, wir haben mittlerweile Mittwochabend. Ich habe heute nach der Arbeit mein Futter geholt gehabt. Das habe ich jetzt gerade noch aussortiert. Jetzt haben wir aktuell 9. Ich gehe jetzt gleich duschen. Ja, und damit ihr mal den aktuellen Stand meiner Wohnung seht, ja, fangen wir mit dem Schlafzimmer an. Das Schlafzimmer ist grundsätzlich fertig. So schaut's aus. Zwei Nachttischle. Ja, Bett habe ich von unten mitgebracht. Der Tiger ist mittlerweile auch mit oben. Tiger? Ja, da drüben der Kleiderschrank. Da habe ich ein Regal mit lauter Mickey-Maus-Heftle. Oder Taschenbücher. Ja, auf dieser Seite hier drüben. Meine Zentrale quasi für die Videos. Mein Computer mit meinen Lautsprecher. Der Tower steht dann hier drüben im Eck. Da unten mein Papierkorb, schön mit Deckel. Bürodrehstuhl von unten mitgebracht, ganz klar. Hier dann mein 360er Xbox, mein Fernsehen mit Receiver. Vorne eine kleine Kommode. So schaut es hier aus. Dann geht es weiter in der Flur. Ich habe jetzt hier vorübergehend eine Katzentoilette stehen. Die ist für den Shawnee und für den Tiger. Die Paula, mein türkisch Schwan, die ist noch unten. Die ist noch nicht mit drauf, die wollte noch nicht. Erst einmal geht es an die Zusammenführung Tiger-Shawnee mit den Türken, die hier oben schon vorhanden sind. Ja, klingt lustig, wenn man so sagt. Ja, der Tiger muss ja erst einmal an diese neue Situation hier überhaupt gewöhnen. Deswegen Katzenklo hier stehen. Und die können nachts in der Flur. Stellen Sie nichts an. Hier draußen haben Sie dann diesen großen Stamm. Den hat einmal mein Bruder gebaut gehabt. Und ja, da können Sie dran kratzen. Und dann hier einen Kratzbaum, der ist an der Wand verschraubt, der fällt nicht um. So schaut es hier aus. Katzenfutter und Wasser natürlich auch nur vorübergehend hier. Bleibt auch nicht ewig hier. Die Vitrine da, die soll noch leer gemacht werden. Das ist Modellbahn Spur N. Das ist meinem Vater sein Modellbahn, noch nie aufgebaut gewesen. Das muss alles rauskommen, dann wird er nur in den Keller, in den Hobbyraum, also in mein altes Schlafzimmer. Und in die Vitrine habe ich mir gedacht, da werde ich meine ganzen Schleppermodelle reinstellen. Dann hier Telefonschränke, da fehlt noch ein Telefon. Leider mein altes Wählscheibentelefon funktioniert nicht mehr. Schade, aber die neue Fritzbox, die wir haben, macht das nicht. Garderobe, da kommen dann ganz klar im Winter die Jacken und das noch. Ist ja auch logisch. Ja, mein Schuhschrank. Recht spartanisch. Aber es reicht. Mehr braucht man nicht. Hier vorne gibt es dann noch die kleine Toilette. Die ist noch nicht fertig, die muss noch gereinigt werden. Da bin ich noch nicht dazugekommen. Hier wird danach gründlich durchgeputzt. Vorhang wieder hin, Fenster putzen und ja, alles schön sauber machen. Dann ist die auch wieder einsatzbereit, ist die Gästetoilette oder Ausweichtoilette, wie man es nimmt. Die Küche haben wir hier. Flupp. Die ist soweit fertig. Kaffeemaschine, die große gehört mir, die andere meiner Schwester. Die wohnt ja auch mit in dieser Wohnung. Die hat hinten eine Zimmerle. Ja, die nutzt zwar die Küche und das Ganze nicht mit, aber gut, hat sie halt. Kleine Mini-Backofen, Öle, Essig und. Dann hier oben drin allerlei Geschirr, Frühstücksgeschirr, was man halt so brauchen tut. Hier drüben. Ganz wichtig, habe ich mir endlich mit raufgenommen. Braucht man natürlich auch. Ja, und zum Käse herstellen alles. So schaut es dann hier drinnen aus. Ja, ist ja nichts Besonderes. Ein paar Küchengeräte, Backofen hat man natürlich. Dunstabzugshaube. Und ja, hier drüben noch Mikrowelle. Meine Rührmaschine, Waage, Toaster. All die wichtigsten Sachen. Und hier liegt die Zeitung von heute. Da bin ich noch nicht dazu gekommen zu lesen.
Die ist dann morgen zum Frühstück optimal. Ja, so schaut's hier aus. Und da oben steht mein eine alte Radio. Schließlich braucht man in der Küche auch ein Radio, wenn man hier arbeitet. Sonst wird es einem ja langweilig. So. Junge Mutti. Ganzen Teufel da raus. Dann geht's mal ins Wohnzimmer. Na, Kini, nichts gibt's. Ja, das ist das Wohnzimmer. Jetzt schaut es doch schon deutlich mehr nach dem Wohnzimmer aus. Hier vorne mein Essplatz. Der Tisch ist noch ausfahrbar. Der ging ja auch länger. Ich habe aber keine längere Tischdecke gehabt. Deswegen ist er jetzt so zusammengeschoben. Da schaut es einfach besser aus, weil wenn die Tischdecke zu klein ist, schaut es blöd aus. Und ganz ohne Tischdecke ist auch doof. Ja, mein Eck hier vorne. Die ganzen Zinnlöffel waren eigentlich einmal alle von der Mutter. Die haben wir von unserer Oma gekriegt. Und das ist so ein wenig eine Erinnerung an die Oma. Deswegen hängen die wieder mit hier. Ja. Also das ganze Zinnzeug eigentlich. Die Engerle da, die hat mir meine Mutter gegeben. Das sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Hat ganz gut mit hergepasst und ein wenig Deko. Ja, darf man schon machen. Da hinten dann die Lindenwirtin. Vorhänge sind da. Da ist mein Geschirrschrank. Das ist das gute Geschirr oder das Essgeschirr, was ich halt habe. Ja, Katzenhöhle braucht man natürlich auch. Irgendwo wollen die ja auch rumliegen. Dann hier ist noch ein Hocker zusätzlich und ein Stuhl. Wenn der Tisch voll ausgefahren ist, dann kannst du hier drei Stühle hinstellen und den einen hier hin. Der Tisch geht halt dann bis hierher, wenn der voll ausgefahren ist. Das ist eine richtige Tafel. Ist natürlich optimal, aber im Moment natürlich schlecht. Ja, hier auf Instagram habe ich schon ein Bild gepostet, das Aquarium. Das war ein Kraftakt am Sonntag. War das Sonntag? Ne, am Montag. Ostermontag. Puh, das Ding raufzubringen war eine Katastrophe. Jetzt steht es endlich oben. So muss das. Viel besser. Und ja, die Fische fühlen sich wohl. Und das ist doch das Wichtigste. Hier steht dann mein anderer alter Radio. Den habe ich auf die Vitrinen aufgestellt, damit die Katzen da nicht aufhupfen, weil auf den Schrank sollen sie nicht. Weil wenn die da hochhupfen und dann da runter, der Deckel, der federt ein bisschen und ich vertraue nicht. Die hupfen mit sehr viel Wucht. Und dann ist der Deckel futsch, dann habe ich nämlich einen Katzenfisch. Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Diese Vitrine da, der wird für meine sämtlichsten Bücher. Einen Bücherschrank habe ich so nicht, also mache ich sie da rein. Vorteil, da innen sind sie gut aufbewahrt. Man sieht sie auch schön. Und ich habe was da rein. Ja, hier hinten stehen dann die Katzentoiletten, die eigentlich einmal nur hier ihren festen Platz haben sollen. Da stehen dann drei Stück, das muss ihnen reichen. Ja, Wohnzimmer ist eigentlich auch kein schöner Platz, aber wo willst du die Dinger sonst hinstellen? Deswegen hier im Wohnzimmer, hier sind gleich die Fenster, hier kannst du auch lüften. Und ja, ich habe die Steinchen da nicht überall, aber wie gesagt, du brauchst du Katzentoiletten. Irgendwo wollen die ja schließlich auch gehen. So, ja, Fleck, du bist anhänglich. Das sind wie gesagt die drei türkischen Paaren. Die Fleck, die Kunai und der Kini, der alte da drüben. So, dann diese Vitrine da. Da kommen dann von meinen Modellen aus der Küche welche rein. Ja, ich habe einige Militärmodelle. Die müssen auch irgendwo untergebracht werden, der LKW. So viel Zeug, was dann irgendwie mit rein muss. Mal gucken, wird auch werden. Hier vorne dann natürlich auch noch alles Modelle, da kommt das Geschirr noch raus, ist noch nicht ganz fertig. Wir können ja Licht machen. Meine zwei Motoren, das eine ist ein Flammenfresser, das andere ist ein Stirling-Motor. Da steht natürlich meine alte Uhr, die wollte ich unbedingt wieder haben.
In das Schränkle da, das soll dann nochmal mein Plattenspieler mit rein. Ich habe ja einen, der soll da mit hin. Ja, und dann wird das hier auch. Ein paar Bilder. Ja. Und das ist meine Oma mütterlicherseits und das ist der Opa väterlicherseits. Tja. Die Wohnung hier war übrigens einmal von den Großeltern väterlicherseits. Die haben ganz früher hier drin gewohnt. Ja. Und jetzt wohne ich hier drin. Hier vorne an den Schrank. Ich habe noch eine zweite Xbox. Ja. Wenn man mal dazu kommt, dann spielt man ein wenig. Kommt dann die Xbox hin und mein großer Fernsehen. Der andere hinten, das ist mein vorheriger. Ich habe mir im Oktober einen neuen gekauft. Und da kommt dann der große hin als Wohnzimmerfernsehen. Da brauchen wir aber noch einen Halter. Der soll mit einem Klapphalter hier befestigt werden. Den muss man selber bauen, dass du den hier so rausschwenken kannst. Und vom Sofa aus dann natürlich hier Fernsehen gucken kannst. Weil so macht ein Fernsehen dann ehrlich gesagt ein bisschen wenig Sinn. Da wird schon noch was brauchen. Jo, das ist das Wohnzimmer. So schaut das hier drin aus. Da hängt dann noch eine Uhr von mir. Die habe ich ja mal von meiner Oma gekriegt. Die haut zu jeder vollen Stunde verschiedene Vogelstimmen raus. Ja, schon ewig. Naja, die hängt jetzt damit. Hat sie endlich einmal einen gescheiten Platz gekriegt. Ja, hier drüben natürlich dann noch den Kachelofen. Ganz klar. Da freue ich mich schon, wie gesagt, auf den Winter. Wenn man dann nochmal von draußen reinkommt und kann sich hier dann bequem hinsetzen, wenn der angeschürt ist. Richtig herrlich. Ja, so schaut es wie gesagt in meinem Wohnzimmer aus. Richtig bequem. Ein paar kleine Features, wie man so schön sagt, gibt es natürlich hier drinnen auch. Die kann ich euch mal kurz vorführen. Und zwar, hier ist schon Lichtband verbaut. LED-Lichtband, verschiedene Farben wählbar. Ein bisschen krass. Ja, eine indirekte Beleuchtung, die man sich einschalten kann abends. Je nachdem, wie die Stimmung ist. Kann man sich da verschiedene Farben wählen. Das Türkisgrün, das erinnert irgendwie an eine Krame. Gefällt mir am besten. So viel zum Wohnzimmer. Dann zeige ich euch noch mein Bad. Ja, die müssen noch da drinnen bleiben, weil zuletzt, wie ich sie zusammengelassen habe, hat es eine gescheite Prügelei gegeben unter die Katzen. Natürlich nicht so optimal, aber wird auch noch werden. Ach, die Speis zeige ich übrigens nicht. Die gibt es natürlich auch noch. Ja, die ist noch lange nicht fertig. Also da ist noch einiges zu machen. Da ist immer noch Arbeit dahinter. Ja, und hier sind wir jetzt dann im Badezimmer. So schaut es jetzt hier drinnen aus. Mein Bad, hier die Dusche, Badewanne. Arbeitsklamotten liegen jetzt da. Die hänge ich dann immer da auf, weil ich mich hier früh anziehe. Ja, halt ein Bad, ne? Geräumig genug. Ein Radiowecker. Sieht man einfach die Zeit und kann ein Radio da hinten hören. Und ha, wer ist denn das da? Den kenne ich woher. Spiegelschrank. Die wichtigsten Sachen, die man halt braucht. Spiegelschrank ist aufgeteilt. Die eine Seite meiner Schwester ihre. Und die andere Seite ist meine. Mal rasiere. Tja. Oldschool. Rasierhobel. Nicht jedermanns Sache, aber ich finde genial. Viel besser als ein Elektrorasierer.
Und wenn man so mal drauf hat, geht es genauso schnell. Oh, so viel wie gesagt jetzt zu der Wohnung, mal der aktuelle Stand. Und ich habe diesen ersten Teil jetzt gemacht, es ist sich gewünscht worden. Ich soll mal ein Video ohne Schneiden machen. Jetzt habe ich mir gedacht, ach eigentlich, den Rundgang durch die Wohnung könnte ich ja mal ohne Schneiden machen. Wir werden noch mal eine richtige Roomtour machen, wenn die Wohnung komplett fertig ist. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Aber so habt ihr jetzt einmal den aktuellen Stand, dann wisst ihr, wo bin ich jetzt in etwa und was läuft aktuell. Ja, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Ich habe mir heute telefonisch schon was reserviert und das hole ich am Freitag ab. Wird es natürlich im Freitagsvlog, also jetzt nicht zu sehen geben. Schade. Aber ihr seht es dann nächste Woche, denke ich mal. Wenn alles gut geht, Freitag um 3 Uhr fahre ich mal auf Motschelbach. Und dann wird etwas abgeholt und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, das sind so die aktuellen Neuigkeiten. Der eine oder andere kann sich schon denken, was es ist. Gut, für heute ist Feierabend. Ich gehe noch duschen und dann ist Feierabend. Ja, Leute, jetzt ist natürlich nichts mehr ohne Schnitt. Wir haben jetzt Donnerstag und ja, schneiden müssen wir das Video so oder so irgendwie. Ganz ohne geht nicht. Ja, was macht bei euch eigentlich das Wetter? Bei uns hier schaut es so aus, trocken, warm. Heute waren es 27 Grad, für nächste Woche haben sie einen Tag mit 28 Grad gemeldet. Puh, und das im April, alter Schwede. Ja, für morgen ist Regen angesagt. Momentan sieht man wieder Wolken hier überall. Aber irgendwie glaube ich da noch nicht so recht dran. Die ganzen letzten Tage hat es immer wieder Wolken gegeben und es ist recht windig bei uns. Du könntest meinen, du bist an der Nordsee oben. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber es bläst wie Sau. Und ja, jedes Mal, der Regen ist weg. 5 Kilometer von uns entfernt hat es 10 Liter geregnet und hier bei uns oben auf dem Berg überhaupt nicht. Alles knochentrocken. So trocken, dass hier der Boden schon wieder anfängt zu springen. Da die ersten Risse drin. Bei den Schweinen, das ist ein einziges, ja, trockenes Land. Ich meine, für die Hühner ist es natürlich top. Die können da drin wunderbar baden in dem Staubzeug, aber ich weiß nicht. Ja, die Wiesen, wenn ich mal angucke, vom Bestand her, sonderlich dicht stehen sie auch nicht. Überall sind da noch so Ecken drin, wo es letztes Jahr dann so trocken war, dass es richtig verbrennt. Da ist eine ganze Lücke, wo was fehlt. Da, da. Nicht schön. Ist irgendwie schon wieder alles zu trocken. Ja, und wenn man so hört, bei den anderen schaut es auch nicht viel besser aus. Ich befürchte fast, wenn das so weitergeht, dann wird es hier wieder eine ganz schlechte Ernte geben. Tja, meine Futterbestände, wie schauen die aus? Aktueller Stand, 12 große Rundballen Heu, immer noch. Und knapp, ja, es waren 50 HD-Ballen sein, 2 Kipper voll loses Material, das ich noch krieg. Ja, von der Menge her, wenn ich es durchrechne, müsste ich theoretisch reinrechnerisch September, Oktober schaffen. Und dann müsst ihr mir Gedanken machen. Ja, müssen wir halt mal schauen, was wir als ersten Schnitt runterbringen. Ich bin ja normal einer, ich mähe meine Wiesen ja nie vor dem 1. Juni. Nicht, weil ich es nicht müsste oder weil ich es nicht dürfte, sondern es war halt einfach immer so drin, dass wir erst auf Anfang Juni dann gemäht haben. Aber wenn das wieder so trocken wird, bin ich schwer am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch schon ein bisschen eher mähe. Und falls dann noch mal ein bisschen Regen kommt, so wie letztes Jahr, dass ich dann noch mal einen Wachstumsschub fürs Grummet habe. Ja, schauen wir halt einmal. Ich weiß noch nicht. Irgendwie. Schöner Mist. Naja. Jetzt fangen immerhin die Bäume langsam aus auszutreiben. Aber letztes Jahr war das definitiv schon alles weiter. Naja, man wird sehen. Ändern können wir es ja doch nicht. Bewässern kann ich nicht. Aus dem Main darf kein Wasser entnommen werden.
und aus der Wasserleitung das Wasser nehmen hier zum Bewässern. Ja, dann zahle ich mich dumm und deppert. Werde ich natürlich auch nicht machen. Von daher schauen wir einfach, hoffen wir das Beste. Vielleicht wird es doch einmal noch einen Regen geben. Ich hoffe ja fort nicht drauf. Und ja, dann sehen wir schon. Ja Leute, für dieses Video sind wir jetzt schon wieder durch. Eigentlich hatte ich jetzt am Donnerstagabend geplant, ich hocke mich jetzt noch ins Auto, hole noch einen Kanister Sprit und tanke mein Auto auf und hole das Geld für morgen. Tja, das Ganze hat sich jetzt zerschlagen. Ich habe mir gedacht, ach, nimmst die Kamera mit. Mensch, der Akku ist leer, steckst du doch schnell hinten an. Rinde in mein Schlafzimmer. Mein Ladegerät, die Steckdosenleiste eingeschaltet, Akku neu. Tut nix. Steckdosenleiste angeschaut. Oh, die ist dunkel. Probiert. Stecker geguckt. Das Licht da hinten geht im Schlafzimmer. Steckdosen geht nicht. Gestern Abend hat alles noch wunderbar funktioniert. Bis heute früh hat auch noch alles wunderbar funktioniert. Ich habe über Nacht mein Handy geladen und meine Uhr geladen. Denke ich so, okay, komisch. Gestern hat alles funktioniert, heute früh hat noch alles funktioniert, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, Sicherungen kontrolliert, die Sicherungen sind es auch nicht. Ich tippe mal irgendeine Steckverbindung, weil Dübelschrauben haben wir alles am Freitag hier drinnen gemacht, seitdem ist hier nichts mehr reingekommen. Es wäre schon sehr verwunderlich, wenn irgendwie ein Dübel oder eine Schraube jetzt vor Freitag bis Donnerstag braucht, damit hier innen dann eine Steckdose ausfällt. Schaut jetzt wie gesagt wie folgt aus. Hier hinten habe ich eigentlich meine Dose, die Steckdose und meine Antennensteckdose, Sattdose. Ja, normalerweise ist das für den Computer. Der Computer läuft jetzt, das Ganze gelöst. Die Steckdose da vorne funktioniert. Nicht die eleganteste Lösung, aber irgendwie will man ja das Video dann auch schneiden. Und irgendwie will man ja vielleicht auch immer noch abends ein bisschen Fernsehen gucken oder bevor man ins Bett geht noch irgendwas machen. Ja, mein Bruder ist der Elektriker. Der hat aber heute keine Zeit, der kann erst morgen gucken. Deswegen jetzt die 0815 Lösung. Ja, so zerschlagen sich Pläne, da hat man noch einen Plan und dann schmeißt man über den Haufen, weil so wie man das machen wollte, funktioniert es nicht. Blöd gelaufen. Na gut, ich schneide jetzt mal das Video. Lade es dann gleich hoch. Solange das hier noch funktioniert und dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwo eine Leitung noch kaputt ist. Wir hatten ja hier in dem Zimmer auch Wasserschaden ursprünglich. Der ist ja behoben worden. Die Leitungen, die jetzt darin gehen, die sind komplett neu. Also die können eigentlich gar nicht betroffen sein, aber vielleicht ist der Wasserschaden noch nicht ganz behoben, hat doch noch irgendwo ein Problem oder weiß der Teufel was. Keine Ahnung, wenn ich das wüsste. Ich sehe schon kommen. Am Schluss, ich bin jetzt hier oben eingezogen in die Wohnung. Habe jetzt hier mein Schlafzimmer und wir reißen die Tapeten wieder runter und dürfen wenn der Wände aufklopfen und weiß der Teufel was. Ich drehe am Rad. Ich drehe echt am Rad. Nee. Leute, für dieses Video auf alle Fälle Feierabend. Mal gucken. Morgen hole ich erst einmal mein neues Gerät ab. Komme was wolle, ist mir scheißegal. Und dann ist erst einmal Wochenende. Und dann schauen wir weiter. Ihr werdet ja am Dienstag sehen, wie es dann ausschaut. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Schönes Wochenende. Bis die Tage. Servus.